Die verfluchten Lande. Eine kleine Gruppe von Inseln, die so rau und trocken sind, dass deren sengende Hitze die Maru immer weiter an die Küste und zu den wenigen verstreuten Oasen in dem ansonsten toten Land getrieben hat. Jahrhundertelang bildeten sie das Herz der Maru-Kultur, wo Gelehrte und Bauern gemeinsam lebten. Doch die stetige Ausbeutung des Bodens forderte ihren Tribut. Seitdem die Maru diese Gegenden verlassen mussten, hausen hier Plünderer und Diebe, die sich über die einst blühenden Dörfer und eindrucksvollen Monumente hermachen. Heute zeugen nur noch Salzseen von den Umwälzungen, die diese Inseln erlebt haben, da nur noch Ruinen im sandigen Boden verbleiben. Ein friedliches Maru-Dorf wird von einer großen Gruppe Banditen angegriffen. Und die Bewohner sehen sich einem übermächtigen Gegner gegenüber, der zahllose Leben bedroht. Ihr Hilferuf wird von ihrer Anführerin und ihren neuen Verbündeten erhört. Doch die Königin der Banditen schickt immer mehr gewaltbereite Angreifer. Wie wird dieser Konflikt enden? Friedlich! Nein, natürlich nicht. Einer meiner Kundschafter hat Bericht erstattet. Der Angriff hat bereits begonnen und die meisten Bewohner haben sich an die Ränder der Insel zurückgezogen. Wenn wir die Siedlung retten wollen, müssen wir bei ihrer Verteidigung helfen. Wir können sie auskundschaften, um Schwachstellen zu finden. Das könnte kurz funktionieren, aber sobald sie wissen, dass wir hier sind, werden sie uns sicherlich angreifen. Ich sorge dafür, dass unsere Leute sich rüsten. Aber das wird nicht leicht. Wir brauchen mehr Zeit. Mein Volk zählt auf uns. Wir müssen ihm rechtzeitig zu Hilfe kommen. Die Leben Unschuldiger stehen auf dem Spiel. Maus in der falschen Ecke. Ein herrlich frisches Lüftchen. Ach, die Gebäude haben sie jetzt verändert, weil wir in einem anderen Gebiet sind. Super, dadurch kann ich sie natürlich viel besser jetzt erkennen. Ich bin bereit! Wo kann ich helfen? Haben wir Scouts? Nee, haben wir nicht. Wir sind bereit. Ich rücke aus! Diese Waren sind hochwertig. Ein Verbündeter wird angegriffen. Okay. Ich sehe schon. Die Gesandten wollten, dass ich hier war. Ich muss die Maru also verteidigen. Warte auf Befehl. Ja. Nur harte Arbeit zählt. Ein Verbündeter wird angegriffen. Könnte mehr tragen. Mein leichtester Auftrag heute. Befehl erhalten! Ich glaube, brauchen wir einen schnellen Ausbau nach Osten. Ich rücke aus! Befehl erhalten! Wo soll ich hin? Ein Verbündeter wird angegriffen. Ja, dann an die Arbeit. Warte auf Befehl. Schnell! Wir haben ein Gebiet entdeckt. Braucht ihr Schutz? Immer bereit. Braucht ihr Schutz? Kontaktiert zuerst den Söldneranwerber. Ein Verbündeter wird angegriffen.
Guten Abend, Pegasus. So, dann relativ schnell die Werkzeugschmiede. Ein Verbündeter wird angegriffen. Ein Verbündeter wird angegriffen. Wo kann ich helfen? Gibt's Befehle? Natürlich. Warte auf Befehle. Setz die Mission fort, um freizuschalten. Top. Die Pflicht ruft. Ein Verbündeter wird angegriffen. Ich kann so gut wie alles bauen. Ich kann die Bewegung gut gebrauchen. Ein Verbündeter wird angegriffen. Mehr Holz. Ein Verbündeter wird angegriffen. Natürlich. Gucken wir, was da kommt. Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. Die Pflicht ruft. Tuk, 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 tuk. Dann an die Arbeit. Es gibt nichts, geht nach da unten, dann können wir nicht noch mehr Holzfällerhütten machen und noch mehr Holz produzieren. Ein Verbündeter wird angegriffen. Die Pflicht ruft. Ich denke mal, hier kommen irgendwo Banditen. Die Pflicht ruft. Natürlich. Natürlich. Ich rücke aus. Muss einmal zwischenspeichern. Einsatzbereit. Ein Verbündeter wird angegriffen. Weil ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, mit meinen Soldaten da hochzugehen und jetzt schon zu helfen. Wo kann ich helfen? Ein Verbündeter wird angegriffen. Guten Abend, Blade. Ein Verbündeter wird angegriffen. Falls ich mich nachher Ärger kriege hier unten, habe ich dann keine Verteidigung.
Was gibt's? Wenn etwas zu erledigen ist, kümmere ich mich drum. Ein Verbündeter wird angegriffen. So, direkt 10 neue Ingenieure. Dann an die Arbeit. Eine echte Herausforderung. Rohstoffe gefunden. Ich kann so gut wie alles bauen. Ich bin schon unterwegs. So, er schießt mal den Wald da unten. Unsere Armee wird angegriffen. Feind in Sicht. Wir waren zu spät. Wo ist die Droidin? Lass uns einfach ein Lager zurückgehen und dann helfen wir von da aus. Rekrutierung abgeschlossen. Rohstoffe gefunden. Rohstoffe gefunden. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Guten Abend, wie ist das neue Siedler? Komischerweise spiele ich das am zweiten Tag nochmal. Es ist halt ein bisschen träge, muss man sagen. Also es ist vielleicht langatmig, aber vielleicht war es auch nur am Anfang so, ich weiß es nicht. Es könnte besser sein. Aber es könnte auch bedeutend schlechter sein. Ich finde eigentlich, dass das, was ich dazu schon geschrieben habe, es könnte schlechter sein, als man befürchtet hat. Es könnte aber auch besser sein. Auf Patrouille! Rohstoffe gefunden. Okay, Kohle und Eisen. Direkt. Direkt alles da für Militärproduktion. Gehört, dass für Multiplayer zu langwierig ist. Das kann gut sein. Dass das für Multiplayer zu langsam ist. Ist natürlich bitter, wenn man sowas für Multiplayer eigentlich baut. So drumherum. Also Bären, danke Wolfgar für die Bits. So, wenn das Sägewerk da hinten fertig ist, können wir hier auch nochmal aufbauen. Wir werden belagert. Ich wusste es. Wenn etwas zu erledigen ist, kümmere ich mich drum. Wir werden belagert. Ich kann die Bewegung gut gebrauchen.
Nur harte Arbeit zählt. Unsere Häuser werden belagert. Braucht ihr Schutz? Ich hoffe, ich ziehe jetzt nicht meine Truppen durchs Feindgebiet durch. Wir werden belagert. Ich rücke aus! Weil ich denke, wenn ich hier unten lang gehe. Wir werden belagert. Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. Ich liebe die Arbeit. Nein, wir spielen Kampagne, ganz normal. Ich weiß nicht, warum man sich Siedler für Multiplayer holen sollte. Unsere Häuser werden belagert. Häuser werden belagert. Na komm, bewegt euch. Unsere Häuser werden belagert. Wir werden belagert. Wir werden belagert. Es gibt nichts, was ich nicht tragen kann. Boah, wie die KI einfach meine Ingenieure alle jagt. Schnell. Naja, dann machen wir's. Ich habe mir sowas gedacht. Genau, das habe ich in Zwischenspeicherung gemacht. Verbündeter wird angegriffen. Dann lassen wir unsere Truppen nämlich im Lager hier stehen, bis wir in der Lage sind, weitere zu produzieren. Weil die werden ja eh vom Turm nachher aufgehalten hier. Also hoffe ich jedenfalls. Hund, du musst jetzt nicht ausrasten. Es ist alles gut. Keiner hat vor, dir was zu tun. Weiter, Sa. Alles gut. Du hast nur Scheiße geträumt. Ein Hilfe! Verbündeter wird angegriffen. Ist einfach der steht nicht mehr auf zum Bellen. Das ist das Beste einfach am Hund. Ein Verbündeter wird angegriffen. Pümmelt sich im Körbchen ab. Verbündeter wird angegriffen. Gibt es etwas zu tun? Ich bin bereit. Auf Patrouille. Aber sein Verbündeter wird angegriffen, dass es immer wieder kommt. Vielleicht wollte ich deshalb weg. Damit mich das nicht die ganze Zeit nervt. Ich spiele das alles nur in einer Zeitepoche. Ich wüsste nicht, dass Siedler jemals in mehreren Zeitepochen gespielt hat. Ein Verbündeter wird angegriffen. Außer aufgrund anderer Völker immer in der Antike. Aber obwohl das eigentlich ein Fantasy-Setting ist, immer noch.
Feind in Sicht. Bereit. Wir sind bereit. Wo kann ich helfen? Rekrutierung abgeschlossen. Kann. Dann an die Feind Arbeit. In Sicht. Nur harte Arbeit zählt. Feind in Sicht. Ein Verbündeter wird angegriffen. Du. Wo kann ich helfen? Die Gesandten wollten. Ne, ihr drei geht bitte auch hier rüber und erobert das Gebiet. Immer bereit. Rohstoffe gefunden. Rohstoffe gefunden. Rohstoffe gefunden. Also das ist normaler Wald, der wächst nicht nach. Rohstoffe gefunden. Nachwachsender Wald haben wir hier oben. Du kannst eine Patrouille machen mit den Soldaten, wenn du willst. Aber, naja. Gibt halt einen Patrouillenbefehl. Die Pflicht ruft. Feind in Sicht. Ein paar blaue Flecken. Drei Nahkämpfer verloren. Ein Verbündeter wird angegriffen. Wird schon. Wo ist die Droidin? So, Werkzeuge steigt. Wir haben 15 Ingenieure. Lass uns nochmal 5 bauen. Wo kann ich helfen? Ich bin schon unterwegs. Ich hasse es, wenn ein Gebiet dann nicht erobert ist. Nur ein Kratzer.
Rekrutierung abgeschlossen. Was gibt's? Diese Wagen sind schwer. Wie ist das Spiel? Paar Worte. Das Spiel ist ein Spiel. Es könnte schlimmer sein. Es ist halt ein entspanntes Aufbau-, Strategie- und Armee-Spiel. Es könnte ein bisschen tiefer sein. Ist halt schade, dass es halt nicht so tief geht, wie vielleicht am Anfang geplant. Rekrutierung abgeschlossen. Also von den Mechaniken her. Das ist mein leichtester Auftrag heute. Aber ich würde es halt nicht weiterspielen, wenn ich es wirklich total schlimm finden würde. Das ist halt auch wieder ein ganz guter Indikator. Aber es ist eher zum Runterkommen als zum sich stressen, obwohl vielleicht, es kann ja später noch richtig schwer werden vor den Missionen her. Kann ich halt noch nicht beurteilen, es ist halt jetzt das zweite Kapitel. Erste Mission. Aber ehrlich ist halt einfach, gib zu, ist es Mist. Bereit. Klar, Warnketten könnten ein bisschen deeper sein. Militär könnte ein bisschen besser durchdacht sein, als wenn es nur, ich glaube, 6 Einheiten oder 7 Einheitentypen gibt. Fehler halten. Danke, El Horshi, für dein Prime-Sub. 5 Jahre Gefolgschaft. Die nächsten 5 schaffen wir auch noch. Mein Gott, bin ich seit 5 Jahren auf Twitch? Leise. Deshalb, es war bestimmt Luft nach oben noch hier. Aber so ist das halt manchmal. Ich liebe Arbeit. Dabei sind eigentlich ein paar ganz gute Ideen drin. Also die Ingenieure, wie am Anfang so, okay, eine Einheit, die alles, also Gebiet erobert, gleichzeitig Bauarbeiter sind und, Moment, was machen sie noch? Ressourcen einsammeln, also sowas wie ein einfacher Arbeiter. Braucht ihr Schutz? Die Pflicht ruft! Und es fehlen halt so ein paar Statistiken, die ich lieber hätte, anstatt da ich hier oben irgendwas erstmal reinklicken muss, damit ich dann sehe, wie viel ich produziere, weil nur wenn ich hier oben drüber gehe, sehe ich, dass ich gerade eine Überproduktion habe. Okay, man kann es an den Pfeilen auch erkennen im Lager, ob etwas im Zulauf ist oder abzieht. Also zu wenig, weniger wird, obwohl das jetzt einfach nur wegen Bauen ist bei Stein. Das Einzige, was ich mir wirklich wünschen würde, was man dazu patchen sollte, ist halt die Möglichkeit, die Zeit etwas zu beschleunigen. Ich glaube, das würde viele Leute zufriedenstellen.
einfach die Möglichkeit, doppelte Geschwindigkeit oder so. Manchmal wartet man hier echt und guckt sich halt so ein bisschen um, weil gerade nichts zu tun ist. Man auf eine Ressource wartet. Da habe ich hier auch schon so angefangen, so viel Holz abzuroden in der Umgebung. Weil sonst warte ich halt ewig auf die Bretter. Jetzt warte ich halt ewig gerade auf Steine, weil ich nur diese beiden Steine... Also ich habe selbst, ich habe sogar noch nur 40, 45, 46 Steine. Muss gucken, wo ich anderen, also mehr Stein herbekomme nachher. Einen Weg. Ich gehe voran. Beobachte. Nur ein kleiner Pieks. So wäre ich das Spiel, würde ich hier hinten irgendwo Stein verstecken. Also wäre ich ein Webdesigner. Doch, es gibt die Steinmine, die kann unendlich Stein produzieren, aber du musst ja auch erstmal den Stein dafür finden. Du musst ja erstmal einen Spot dafür finden. Fehler halten. Bleibe außer Sicht. Ich komme. Suche. Na, wo bleibt er zum Entdecken? Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. So, ihr baut die Straße eben auf. Gibt es etwas zu tun? Aber es ist natürlich fragwürdig, ob das Spiel genauso viel Pflege bekommen wird wie so ein Anno. Weil schwierig. Könnte halt in der. Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man Rohstoffe gefunden. Das wirklich in eine gute Richtung ziehen kann. Und da ist der Stein, den ich vermutet habe, weil ich einfach weiß, wie ein Map-Editor-Mensch denkt. Ich kann die Bewegung gut gebrauchen. Was gibt's? Aber hier oben noch zu beschleunigen, den Abbau von Stein mit Fisch.
Ja, warum nicht? So, ihr habt gleich die letzten Bäume gefällt. Da muss ich da Forstanlagen hinstellen. Damit ich das Sägewerk weiter betreiben kann. Wegen Whitehearts wird am meisten die Performance bemängelt von dem Spiel und ja, wird es. Und genau das soll ja auch angegangen werden. Also der Patch dafür ist ja schon angekündigt. Darüber haben sich die Leute dann aber auch aufgeregt, weil die meinten, ja, kauft unser Spiel jetzt, wir versprechen, nächste Woche läuft es vernünftig. Wo kann ich helfen? Weißt du, egal wie du machst es halt falsch. Hast ein festes Release-Datum und dann, ja, was sollen sie machen? Sollen sie sagen, 3 Tage? Du kannst in der Kampagne manuell speichern. Spielstände, Feuerplatz anklicken. Freier Speicherplatz belegt. Falls du so deine Kampagne nicht speichern kannst, scheint irgendwas nicht so zu funktionieren, wie es sollte bei dir. Ich muss mich ausruhen. Bei mir wird dabei kein Speicherstand generiert, das Feld bleibt leer. Okay. Habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Also ich wüsste nicht, warum der Savegame-Ordner schreibgeschützt sein sollte. Also selbst aus Versehen, schwierig. Danke, Resishock, für deinen Prime-Sub. Kann es vielleicht sein, dass du vielleicht auf Speicherstände gehst und dann versuchst zu laden einen freien Platz? Nee, dann wird ja gar kein freier Platz angezeigt. Kann überhaupt nicht sein. Aber, Du. Immer bereit. Guten Abend, Anime Imperium. Ich grüße dich. Ich hatte davor die Übung absolviert. Dort konnte ich speichern, aber in der Kampagne weigert sich das Spiel leider vehement. Also in der Übung habe ich nicht gespeichert. Die waren ja immer relativ schnell erledigt, aber
Tut mir leid, ich kenne den Fehler nicht. Also ich habe von ein paar Leuten gehört, dass die, dass es wohl so ein paar Probleme gibt. Wobei es auch wieder subjektiv ist. Viele Leute sind ja eh angepisst, dass das Siedler jetzt so ist, wie es ist und nicht anders. Neu starten oder neu installieren? Ich weiß nicht, ob eine Neuinstallation dabei hilft. Man kann aber in Ubisoft, also im Launcher ja auch genauso wie bei Steam, die Dateien überprüfen lassen. Vielleicht sollte man das erstmal versuchen. Unter der Installation beim Launcher Eigenschaften. Welchem Teil kommt der Siedlerteil am nächsten? Ich glaube gar keinem. Beim Nachgang ist mir wieder eingefallen, man muss mal einfach denken an die Siedler an Terria. Nee, es kommt halt nicht an 2 und 3. Es ist halt wirklich eine eigene Sache. Also irgendwo, klar, es gibt halt noch, es ist halt Siedler-Style und es ist Aufbau erstmal auch ein bisschen. Das Tempo ist gemächlich, es ist halt keine Echtzeitstrategie-Gehetze. Wobei das ja in der Kampagne sich noch ändern kann. Aber es sind halt, die Warenketten sind halt vereinfacht worden. Also. Gibt es etwas zu tun? Deshalb, ich könnte nicht betiteln, welches Siedler dem am nächsten kommt. Dann müsste ich erstmal alle Siedler nochmal durchspielen. Beziehungsweise überhaupt spielen dann nochmal. Um zu sagen, okay, das Siedler, das könnte vielleicht marginal an diesen Siedlerteil erinnern. Liegt vielleicht auch daran, dass die Konsolen mitbedient werden. Ich weiß eh nicht, wer will das denn auf der Konsole spielen? Das habe ich bei Aufbaustrategie noch nie so richtig gereiht, obwohl Stellaris spielen anscheinend auch ein paar Leute auf der Konsole. Ich finde einen Weg. Suche! Na gut, hier oben ist gar nichts mehr. Wir sind bereit. Das ist mein leichtester Auftrag heute. Dankeschön, Resi. Ja, Ixion hat auch viel Spaß gemacht, ey. Ixion war ein richtig geiles Spiel. Kundschafter benötigt. Das war gut durchdacht. Seid ihr oben nicht mal fertig? Noch 2, 3 Steinbrocken. Wir sind bereit.
So, wenn ihr Truppen produzieren könnt, dann macht das auch. Übrigens kann ich auch hier nochmal sagen, wo wir gerade so ein nettes Ründchen haben. Ich werde am Montag ab 14 Uhr, bis mir die Beine abfallen, beziehungsweise na, ich muss auch mit dem Hund zwischendurch spazieren gehen, werden wir direkt Atomic Heart spielen. Dann endet das Embargo dafür. Es wird aber gleichzeitig auf YouTube auch schon die ersten 2 Stunden Spielzeit veröffentlicht. Das werde ich vorproduzieren. Am besten würde ich sagen, das habe ich schon vorproduziert. Habe ich aber leider nicht. Weil wir müssen Atomic Heart relativ schnell durchspielen, weil selbe Woche Kerbal Space Program 2 bekomme ich Montag den Zugang und kann dann auch schon mal ein bisschen was vorbereiten für Release. Zurzeit sind viele Releases, die sehr interessant sind. Und das geht im März auch direkt am Anfang so weiter. Ich weiß nicht, was zurzeit los ist. Meine Kontakte kontaktieren mich auch alle und sagen, ey, hast du Bock, das vorzustellen? Ey, hast du Bock, das vorzustellen? Oh, ich muss vor allen Dingen mal ganz kurz auf mein Handy was gucken. Wurde mich gefragt, ob ich in einem Spiele-Podcast mitmache. Morgen. Wir haben nämlich vorhin im Discord drüber geredet. Ist nicht Ende Februar, Ende des Geschäftsjahres oder so bei denen? Es kommt immer darauf an, bei welcher Firma du bist. Das sehen Firmen nämlich immer ein bisschen unterschiedlich. Gibt's was zu tun? Wann deren Fiskaljahr endet, glaube ich. Oder wann deren Quartale sind. Ich glaube, die Asiaten, Japaner und so, die machen das anders als in Deutschland zum Beispiel eine Firma. Ich hoffe, mit den Bauernhöfen einer reicht pro Eselstation. Aber müsste. Hier wird jetzt gepusht mit Fisch, damit wir schneller Stein bekommen. Was ist heute eigentlich los mit mir? Ich glaube, ich habe gut geschlafen. Feind in Sicht. Ich baue heute so sauber. Ah, danke Arrow, das wusste ich gar nicht. Es kommt darauf an, in welchem Monat das Unternehmen gegründet wurde. Und das zählt dann als das Geschäftsjahr. Beziehungsweise Anfang und Ende des Geschäftsjahres. Dass sich das danach richtet. Wo ist die Droidin? Es ist also so gesehen Tradition. Scheiße. Ist ein bisschen bitter bei mir, aber eigentlich war ich immer in BWL-Themen sehr gut. Rekrutierung abgeschlossen. Guten Abend, Gieses. Ist nur ein Kratzer. Gibt's Befehle? Nein.
So, dann werden auch endlich die Eselwagen produziert. Hier haben wir doch alles jetzt eingenommen, ne? Da wäre eigentlich auch nochmal die Möglichkeit, noch mehr Holz zu sammeln. Ist auch ein nachwachsender Wald. Rekrutierung abgeschlossen. Steinsammeln ist so kacke. Was soll erkundet werden? Komm mal her, Scout. Wir bewegen uns mal ein bisschen rum. Braucht ihr Schutz? Wen soll ich im Auge behalten? Zeitlimitierte Herausforderungen. Ich weiß jetzt nicht genau, was es. Die Frage ist, gibt es schon Erfahrung mit der zeitlimitierten Herausforderung? Es gibt Herausforderungen, dann kannst du solche Relikte sammeln, womit man halt andere, also Krimskrams kaufen kann im Shop. Wenn du sowas meinst. Alternativ könnte ich meinen, dass deine Frage darauf beruht, wird in der Kampagne irgendwo was mit Zeitlimit sein? Und bis jetzt habe ich noch kein Zeitlimit in der Kampagne entdeckt. Ich komme! Vor allem, weil das genauso ist wie bei ganz vielen Spielen, du musst einen gewissen Trigger erstmal irgendwo aktivieren, damit das überhaupt weitergeht. Deshalb baue ich jetzt noch gar kein Lagerhaus in der Nähe vom Dorf von Maru, weil ich genau weiß, dass das, sag ich mal, das nächste Kampagnen-Event triggert wird. Obwohl, gleich sollte ich mal anfangen. Jeder Zentimeter muss genutzt werden. Ich erfülle die Ziele, mir werden sie aber nicht angerechnet. Achso, du meinst das mit dem Herausforderungsding für die, ja, da meinst du das, wo du die Rede sammelst. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich wollte erstmal in Ruhe die Kampagne spielen. Und die dauert ja auch schon seine Zeit. Ist auch nicht so mein Main-Project gerade. Aber heute ist noch ein bisschen Zeit zu siedeln. Sehr gerne. Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen konnte. Immer die Werkzeugschmiede ab, weil die halt Stein verbraucht. Bereit.
Befehl erhalten. Ich rücke aus. Wenn etwas zu erledigen ist, kümmere ich mich darum. Ich bin schon unterwegs. Ich kann so gut wie alles bauen. Alle Wohnhäuser sind voll. Bleibe außer Sicht. Solange Frieden herrscht, bin ich glücklich. Was ist das? Oh, mein Scout haben wir getötet. Wo kann ich helfen? Ich glaube, da oben. Ne, ist nur Gras. Ich dachte, da wären nochmal Bären. So, du stellst auch Fleisch her. Schweinefleisch, wie wir inzwischen gelernt haben. So, ihr braucht nochmal zusätzlich Kohle. Da sollte ich mit Brot auf jeden Fall die Kohleminen noch beschleunigen. Weil da das eigentliche Problem ist. So, euch darf ich leider nichts klauen. Ich bin stolz auf mich, wie ich heute baue. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich nutze jeden Zentimeter. Also ich sehe kein Tiering im Vorschaufenster. Ich habe auch mal den Stream selbst aufgemacht. Nee, ich sehe eigentlich kein Tiering. Ich habe ja auch die konstanten 60 FPS. Da sollte eigentlich kein Tiering entstehen in der Aufnahme. Weil es ist einfach zu hell. Das ist natürlich gefährlich für den Otto-Normal-Gamer, wenn ein Spiel kommt, wo du irgendwie in die Karibik kommst oder wo einfach blaue Meere sind oder wo die Sonne scheint. Daran muss sich das Auge erstmal gewöhnen. Ich setze mir ja auch mit Sonnenschutz vorm Rechner. Diese Farben sind zu grell für dich. Guten Abend, Viewer.
Achso, ich sollte vielleicht auch die Produktion von Eseln erlauben, beziehungsweise von Eselkarren. So, jetzt pushe ich die beiden mit Brot. Nach der Neustadt konnte ich endlich speichern, aber nur lädt das Spiel nicht mehr. Die zweite Mission nach Abschluss der ersten. Mein Gott, es tut mir so leid, Real. Resi. Aber ich bin leider kein Support. Also. Feind in Sicht. Ah ne, mein Scout lebt anscheinend noch. Feind in Sicht. Der hängt irgendwo in meiner Armee drin. Ich rücke aus. Unsere Armee wird angegriffen. Okay, es wird aber anscheinend mehr. Warum haben denn alle Leute so viel Abstürze? Bei mir ist das Spiel noch keinmal abgestürzt. Sonst bin ich doch immer der, der die Bugs hat. Weshalb Spiele nicht funktionieren. Rekrutierung abgeschlossen. Aber wie gesagt, ich hatte noch keinen Absturz. Der einzige Fehler, den ich habe, ist, dass manchmal Objekte auf dem Boden so ein bisschen flackern. Vor allem bei Straßen irgendwie. Wie so ein kleiner Clipping-Fehler. Die haben alle nicht so einen hochgerüsteten PC. Die haben auch keine, also meine Windows-Installation ist noch relativ frisch auch, ne? Das kommt auch noch dazu. Das ganze Dorf gesehen. Das ist toll. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Zerstöre alle Lagerhäuser des Feindes und beschütze die Maro um jeden Preis. Feind in Sicht. Ein Verbündeter wird angegriffen. Rekrutierung abgeschlossen. Okay, jetzt kommt er mit einer richtigen Armee. Leichtester Auftrag heute.
Ein Verbündeter wird angegriffen. Ja, die Maru werden von oben angegriffen. Das habe ich auch mitbekommen. Ein Verbündeter wird angegriffen. Ich hörte sowas in der Art. So, Straße habe ich übrigens mit Stein gemacht, damit die mehr und schneller transportieren können. Sonst wissen wir ja, wie ewig das dauert, zum Beispiel Verkäufe durchlaufen zu lassen. Ich werde der Maru gleich eine Armee schicken, aber erstmal muss ich hier Türme haben. Feind in Sicht. So, ihr bringt jetzt Brot hoch. Rekrutierung abgeschlossen. Stehe bereit. Die Pflicht ruft. Feind in Sicht. Bereit zum Dienst. Feind in Sicht. Ein Verbündeter wird angegriffen. Wir sind bereit. Speerwerfer. Ausgebildeter defensive Nahkampfeinheit mit großer Reichweite. Aber guck, sie haben überlebt. Ohne meine Hilfe. Ich kann so gut wie alles bauen. Was ist das Ziel? Rekrutierung abgeschlossen. So, theoretisch soll das aber alles ohne Probleme gehen. Bereit zum Dienst. Ich kann so gut wie alles bauen. Da kommt jetzt einer mit den 50 Münzen. Und vielleicht meldet sich dann ja die Söldner-Tuse. Händler, Söldner, Flüchtlinge. All diese Leute haben sich versammelt, um alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um ihr Zuhause und ihre Familien zu beschützen. Diese Situation kommt mir leider nur zu bekannt vor. Die Maru haben uns gebeten, ihnen zu helfen, sie zu verteidigen. Gemeinsam können wir vielleicht beide unsere Völker retten. So, da krieg ich, ja, für Juwelen.
Wo soll ich hin? Natürlich. Handel abgeschlossen. Das Schiff ist zurückgekehrt. Dum 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 dum. Tja. Rekrutierung abgeschlossen. Die Pflicht ruft. Wir sind bereit. Braucht ihr Schutz? Ja, ihr dürft auch noch da oben. Befehl erhalten. Einsatz bereit. Das wird ja hoffentlich reichen. Erstmal. Mir ist auch aufgefallen, am wichtigsten ist wirklich die Steinwege zwischen den Hauptlagern zu machen, weil die ja Waren untereinander austauschen. Achso, es fehlt wie immer Stein. Und das fehlt jetzt, weil meine ganzen anderen Produktionslinien zusammenbrechen, weil ich hier das Holz hinbringe. Und das kommt aus dem Lager, wo es noch keine vernünftige Straße gibt. Deshalb laufen die hier mit einzelnen Blöcken, also mit einzelnen Stämmen runter. Rekrutierung abgeschlossen. Mein leichtester Auftrag heute. Moin, Expendable. Feind in Sicht. Ja. Leicht wie eine Feder. Weg, Ingenieure. Ich liebe die Arbeit. Stehe bereit. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Was ist das Ziel? Waffe! Schnell! Hm? Ja, die haben einen von meinen Ingenieuren getötet. Schweine. Unsere Armee wird angegriffen. Rekrutierung abgeschlossen. Rekrutierung abgeschlossen.
Und ich sehe, dass Soldaten sterben. 23 Wächter. Komme! So, kaufen 180 Kristalle. Oder wie auch immer die heißen. Juwelen, Kristalle. Ist doch egal. Auf Patrouille! Solange Frieden herrscht, bin ich glücklich. Du. Rekrutierung abgeschlossen. Keine Ressourcen. Wir sind bereit. Ach ja. Redet ruhig mit mir, Chat. Ihr könnt gerne mit mir reden. Weil sonst muss ich aus meinem ermüdenden Leben erzählen. Heute Morgen habe ich Schrimps gegessen. Schrimps mit Butter. Schrimps mit... Nasenhaar. Schrimps mit. Haltung annehmen. Ich habe keine Lust, Haltung anzunehmen. Handel abgeschlossen. Keine Macht der Haltungsnote. Was hast du den restlichen Tag so gemacht? Was hast du heute zum Frühstück gehabt? Wie war dein Mittag? Wie geht's weiter? Hattest du heute Besuch? Warst du heute einkaufen? Erzähl mal über deinen Tag. Ich hätte einkaufen gehen müssen. Balthasar geht's anscheinend super. Er ist super nervig im Moment, weil er immer wieder spielen will, nachdem er gegessen hat. Und das stundenlang. Sonst bin ich nur am Arbeiten. Bin nur meine Review-Liste am Durcharbeiten. Mit ganz viel E-Mail-Kram. Dann habe ich mal ganz kurz in die Game-2-Folge reingeguckt, aus der ich rausgeschnitten wurde. Wo ich dem Cut leider gefallen bin. Braucht ihr Schutz? Rekrutierung abgeschlossen. Aber so ist das leider. Als Entschädigung möchte mir der Reporter, der das gemacht hat, ein Bier ausgeben auf der Gamescom. Der Tag war nicht so erfolgreich, weil ich wollte eigentlich heute auch meiner üblichen sportlichen Aktivität von Yoga nachkommen wieder. Und habe es nicht gemacht, obwohl ich gestern eine neue Yogamatte bekommen habe. Vor allem Gamescom ist in Köln. Hallo? Ihr wisst genau, was für ein Bier da ausgeschenkt wird. Gibt's.
Die Pflicht ruft. Rekrutierung abgeschlossen. Ich kann einfach nicht 150 verkaufen, weil es einfach ewig dauert, das zu liefern. Kannst du den Report nicht anzeigen wegen Körperverletzungen? Was soll das denn? Was hast du vor, heute zum Abendessen zu essen? Ich habe mir ein Brot gemacht. Kölsch ist immer noch keine Körperverletzung, also ist nicht als Körperverletzung anerkannt, aber es wird wahrscheinlich noch in ein paar Jahren auch kommen. Sind alle deine Schutzimpfungen aktuell? Nein. Nicht mehr. Kannst du noch einen Hafen bauen? Weiß nicht, platztechnisch sollte sowas möglich sein, oder? Entschuldigung. Beschwöre Mauer hält mit großer Reichweite die Gebäude zerstört. Rekrutierung abgeschlossen. Dum, 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 dum. Welche Farbe hat deine Unterhose? Schwarz. Aber ich würde dich darum bitten, mal zu gucken, warum dich sowas interessiert. Vielleicht tiefergreifende Gründe. Wenn Superkleber überall klebt, warum nicht auf der Innenseite der Tube? Weil Superkleber nicht alles klebt. Bereit? Warte auf Befehl. Wann gibt's OnlyFans? Lohnt sich das Spiel? Finde ich schwierig zu beantworten. Es hätte besser sein können. Das ist halt die Sache. Es ist nicht scheiße, sonst würde ich es halt nicht weiterspielen. Aber es ist auch nicht perfekt. Es ist halt eher sowas für gemächliche Leute. Jedenfalls solange es keine Beschleunigung gibt. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Rekrutierung abgeschlossen. Der Spielgeschwindigkeit. Rekrutierung abgeschlossen. Ich komme. Also wenn du dir Gameplay ansiehst und sagst, ja, ich möchte ein bisschen entspannt abends rumsiedeln. Das ist mein Lebenstraum für die nächsten Tage, so 40, 50 Stunden. Dann ist das dein Spiel. Wenn ich das nicht so geil macht, dann ist das nicht dein Spiel.
keine mehr. Gibt es etwas zu tun? Schicke ich mir alle standardmäßig rüber. Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. Ich bin dran. Feind in Sicht. Rekrutierung abgeschlossen. Gibt es was zu tun? Schnell! Ich denke, meine Armee ist groß genug. Und ich besitze keinen OnlyFans-Account. Ich bin unterwegs. Wobei diese zusätzlichen Einnahmen nicht schlecht wären. Ich rücke aus. Mein Gebiet erweitere ich zurzeit nicht, weil es keine Richtung gibt, wo ich nichts erweitern kann, weil hier oben der Feind direkt ist. Und nach rechts gibt es keinen... Also natürlich, man könnte hier nach Norden, aber es ist ja auch Unsinn. Blaue Flecken. Angriff! Ich brauche nur etwas Zeit. Zurückziehen! Bis der Effekt vorbei ist. Handel abgeschlossen. Wieder Angriff! Ich habe vergessen, die Forschung zu starten. Die Pflicht ruft. OnlyFans macht Freundin. Nur ein Kratzer. Rekrutierung abgeschlossen. Ich brauche eine Pause. Nur ein Kratzer. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich sollte vielleicht auch mal einen Schrein bauen. Wenn ich wieder Stein habe. Befehl erhalten. Schilde hoch! Ich rücke aus. Sunbreaker, vielen Dank für deinen Stufe 1 Sub. Seit 34 Monaten. Ich habe dir zu danken und nicht du mir. Die Pflicht ruft! Ich muss leider mit der Truppe ein bisschen zurückgehen, weil die haben alle ganz schön Schaden genommen. Ohne Druiden ist das echt kacke. Danke an Sven für ein Stufe 1 Sub. Zeit. Rekrutierung abgeschlossen. Bereit zum Dienst.
Forschung abgeschlossen. Noch 10 Brot, 2 Schilde, das haben wir alles. Angriffsschaden. Im Kampf gegen Banditen. Das finde ich übrigens ein bisschen irgendwie doof. Was ist ein Bandit? Werden die hier gerade von Banditen angegriffen? Sind das generell Feinde? Das gilt als Forschung. Man kann nicht alles erforschen. Du kannst ja in den. Also du kannst ja eine Forschungsreihe hinzunehmen. Und dazu schalten. Handel abgeschlossen. Druidin kostet hier 30. Und was kostet die Druidin hier? 60. Ah ne, hier kosten 3 Stück 60. Rekrutierung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Nein, du hast einen freien Forschungsbaum, den kannst du... Den kannst du halt hinzufügen. Da kannst du zwischen 3... Bäume wählen dann nochmal und sagen, okay, ich möchte in die Richtung gehen. Aber die unterscheiden sich halt ein bisschen. Ich bin da noch nicht sicher, welcher mir am besten gefällt. Das eine ist, sag ich mal, eher ein Defensiver, dass du auf deinem Gelände besser verteidigen kannst. Das ist nämlich hier dieses Verwaltungsding, Bürger und Ingenieur. Nimm auch mal lieber das. Da unten ist mir eine Forschung, dass der Angriffsschaden erhöht wird. Auf feindlichem Gebiet. Hast du heute genug getrunken? Meine Blase ist voll, ich müsste eigentlich pinkeln, also ja. Natürlich! Wir sind bereit. Gibt's Befehle? Auf Patrouille. Befehl erhalten. Danke, Blattgut, dass ich jetzt noch mehr trinken soll. Rekrutierung abgeschlossen. Es gab übrigens anscheinend einen Patch nachts, oder? Ich bin verletzt. Mir tut alles weh. Ah nee, doch nicht. Es werden immer noch alle Icons angezeigt. Dann baue eventuell 3 Akademien. Denkst du, dass ich dann andere Zweige auch nutzen kann, automatisch? Es wäre irgendwie doof, wenn man es so feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Aushebeln könnte, das System. Unsere Armee wird angegriffen. Gebäude? Ne, kann ich wahrscheinlich nicht in der... Ah doch, kann ich wohl.
haben. Rekrutierung abgeschlossen. Zu Befehl. Der Orden steht bereit. Handel abgeschlossen. So schnell wie ich kann. Sonst noch etwas? So, gehen wir an unser Geld für Juwelen aus. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Ich bin unterwegs. Ich muss mich ausruhen. Angriff! Rekrutierung abgeschlossen. Ich bin bereit. Ich glaube, ich sollte aufhören, automatisch zu rekrutieren. Sonst noch etwas? Feind in Sicht. Feind in Sicht. Wir ziehen los. Wenn Leute von Soundtrack reden, muss ich immer an Land of Hope denken von damals. Das hat sich eigentlich nur gelohnt zu spielen für den Soundtrack. Feind in Sicht. Feind in Sicht. Feind in Sicht. Rekrutierung abgeschlossen. Mir tut alles weh. Okay, die Belagerungseinheiten sind aber ganz schön die Gebäude am Einreißen schnell. Forschung abgeschlossen. Nein, es gab ja früher diese Esel mit den Lasern auf den Rücken. Da haben sich aber, hat sich die Community gegen entschieden, dass das doof ist. Jetzt gibt es halt Schamanen und sowas, die durch magische Elemente Meteoriten beschwören oder sonst was, um den Feind zu erledigen. Feind in Sicht. Weißt du, was mich wirklich so ein bisschen stört? Es gibt zwar jetzt hier dann neue Ressourcen. Ne, man könnte ja gucken, was hier für Ressourcen liegen, aber an sich macht das gar keinen Sinn. Sonst noch etwas? In den aktuellen Missionen. Weil warum sollte ich jetzt irgendwas dahin schicken? Brauche ich ja gar nicht. Ich habe ja meine Produktion schon komplett aufgebaut, was ich benötige. Ja, ich habe die Beta gespielt. War damals nicht so geil. So schnell wie ich kann. Die haben bestimmt nicht gedacht, dass jemand eine 200 Mann starke Armee aufbaut zum Angriff, sondern Stück für Stück vorbereitet. Ich bin Stück für Stück vorbereitet worden. Also ich habe mich Stück für Stück vorbereitet. Handel abgeschlossen. Befehl erhalten. Es gibt auch keinen Schwierigkeitsgrad zum Einstellen, sonst hätte ich den höher gestellt. Thank you.
Unsere Armee wird angegriffen. Ist nur ein Kratzer. Ich reinige kurz meine Wunden. Rekrutierung abgeschlossen. Na, anscheinend ist aber so, dass meine Belagerungsleute automatisch dann Gebäude angreifen schon mal. Also wenn du auf dieses Vorrücken gehst. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Ja. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Wir ziehen los. Feind in Sicht. Ihr müsst die Banditen besiegen, okay. Jetzt weiß man, dass das wirklich auch Banditen sind, gegen die wir kämpfen. Ist nur ein Kratzer. Der Orden steht bereit. Feind in Sicht. Ein Auftrag für mich? Auf alles vorbereitet. Feind in Sicht. Rekrutierung abgeschlossen. Feind in Sicht. Habt ihr Münzen? Nö, ist nichts mehr. Dann geht die letzten Banditen verprügeln. Feind in Sicht. Feind in Sicht. Wird er mich veräppeln? Feind in Sicht. Um wen geht's? Sie kommen! Rekrutierung abgeschlossen. Danke, Tinmann, für dein Prime-Sub. Vielen Dank. Und willkommen. Du bist hier im ganz dunklen Internet angekommen. Sei nicht überrascht, normalerweise reden wir nur über Ärsche, Penisse und Brüste. Ganzen Tag. Das ist nicht toll, wie ich es schaffe, für den Stream Werbung zu machen. Richtiger Profi. Handel abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Bevölkerungsgrenze erreicht. Was? 500 Bevölkerungsgrenze? Wuh! Deinstallieren. Apropos. Apropos, wie geht's denn deinem Penis? Ja, hängt halt so rum, ne? Ich hätte vorher gar keine Droiden in der Armee. Rekrutierung abgeschlossen. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Unsere Armee wird angegriffen. Aus dem Nichts, ich habe das genau gesehen. Die wurden einfach in diesem Lager hier gespawnt. Bleibe außer Sicht. Hast du noch deine Silikonbrüste im Schrank? Ich hatte noch nie Silikonbrüste. Ich habe aber ein Silikonbrust-Mauspad. Das hat mir mal jemand geschickt. Von euch kranken Abonnenten. Von so einem Anime-Charakter, wo man seine, sein Handbein auf die Brust legen kann, um damit man halt
das nicht so mit der Maus abreibt. Natürlich. Feind in Sicht. Ich brauche eine Pause. Feind in Sicht. Feind in Sicht. Ganz ehrlich, ich brauche die Schmuddelseiten gar nicht mehr. Twitch bietet gerade üppig Content für Perverse. Feind in Sicht. Das darfst du nicht sagen. Twitch ist einfach eine sehr tolerante Plattform. Und jeder darf mit seinem Körper machen, was er will hier. Außer er zeigt Nippel oder macht Geräusche mit seiner Vagina. Feind in Sicht. Feind in Sicht. Rekrutierung abgeschlossen. Aber es gibt halt schon so ein paar, die dann im Pool rumliegen oder sich einfach nur sonnen am Strand. Ich glaube, selbst aus dem Poloch furzen ist okay, Feind mit der Vagina furzen ist nicht so geil. Jetzt wundert mich auch nicht, dass du rausgeschnitten wurdest. Nein, damit hat das nichts zu tun. Meine Stellungnahme war nicht prägnant genug wahrscheinlich. Ich bin immer jemand, der etwas breiter aufgestellt ist und dann natürlich lange argumentiert. Das ist natürlich für so einen Bericht wie auf Game 2 jetzt war, nicht so optimal. Das habe ich jetzt im Nachgang auch gesehen. Ich habe ja reingeguckt, wie das verarbeitet wurde. Also darfst du Geräusche mit deinem Schwanz machen? Also bitte. Wir ziehen los. Sonst noch etwas? Wir können aber auch hier einführen, pro Sub 10 Squats. Weißt du, was ich für einen geilen Arsch bekomme damit? Dann werde ich bestimmt unterwegs immer angesprochen. Wir ziehen los. Mein Volk steht für immer in eurer Schuld. In seinem Namen danke ich euch, dass ihr unsere Heimat verteidigt habt. Die Banditen haben sich zurückgezogen. Ein Kundschafter verhandelt bereits über einen Gefangenenaustausch. Das war ein Fehler. Wir kamen her, um einer Tragödie zu entfliehen. Und jetzt? Wir konnten viele Leben retten. Wir dürfen einfach nicht noch mehr Land an diese Verbrecher verlieren. Darüber könnt ihr beiden euch noch ewig streiten. Und in Zukunft sollten wir auch versuchen, unsere Konflikte friedlich zu lösen. Aber in diesem Fall haben die Banditen jeden Verhandlungsversuch abgewiesen. Wir waren zum Handeln gezwungen. Und ich mag mir kaum vorstellen, welches Leid mein Volk zu ertragen hätte, wenn wir nicht eingeschritten wären. Ein Kampf zu gewinnen ist nicht tapfer. Die wahre Herausforderung ist, gar nicht zu kämpfen. Das ist wahr. Auch wenn wir heute keine andere Wahl hatten. In Zukunft sollten wir versuchen, bessere Lösungen zu finden. Erst kürzlich standen wir alle noch auf der anderen Seite eines solchen Konflikts. Vergesst das nicht. Ich werde nach nützlichen Informationen Ausschau halten. Das wäre sehr hilfreich. Inzwischen bereite ich das Schiff vor und lasse die Vorräte wieder auffüllen. Forschung abgeschlossen. Nur ein Kratzer. Komisches Geräusch. Rekrutierung abgeschlossen. Die Situation ist unter Kontrolle. Wir müssen Wissen sammeln. Erst sah das hier ja nur wie ein Trümmerhaufen aus, aber es ist so viel mehr. Die Banditen müssen das alles weggeworfen haben, als sie die Ruinen besetzten. Dabei sind unglaublich viele interessante Dinge darunter. Ich habe Schriftrollen gefunden,
Artefakte und sogar Kunstwerke, in denen sich der Stil der Maru mit dem unserer Künstler vermischt und ergänzt. Ich hoffe, das Kämpfen ist bald vorbei. Der Rat verlangt nach eurer Anwesenheit. Dieser alten Relikte konnte ich die Hinweise entziffern, die wir gefunden haben. Diese Schriftrollen sind unglaublich. Die Übersetzung war sehr schwierig, weil unsere Sprache dort mit einem alten Maru-Dialekt vermischt wurde. Ohne die Relikte wäre ich nie darauf gekommen. Und was genau bedeutet das jetzt? Für uns allein wären die Texte unlesbar. Und auch die Maru hätten sie nicht entziffern können. Nur die Kombination beider Sprachen vermochte den nächsten Ort auf der Karte zu offenbaren. Wie kann das sein? Es ist nicht überliefert, dass unsere Völker sich schon einmal begegnet sind. Die Schriften sind so alt. Vielleicht haben die Maru uns damals anders genannt. Es wird eine Gruppe erwähnt, die von den Maru die Reisenden genannt wurde. Habt ihr von ihnen gehört? Jedes Kind kennt die Geschichten über diesen Stamm. Und es gibt noch was. Ganz in der Nähe von hier befindet sich ein großer Hafen. Unsere Vorfahren haben dort wohl Vorräte für den nächsten Teil ihrer Reise gekauft. Da sollten wir als nächstes hin. Ein Handelshafen? Oh, den möchte ich sehen. Ich überprüfe gleich mal unseren Lagerbestand. Dup, 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 dup. Ja. Der Sieg ist unser. Dup, dup, dup.